Eigentlich wollte ich ja gar nicht mehr basteln, aber unser Lagerplatz auf allen Nähten. Deswegen haben wir uns jetzt entschlossen, dass wir das Zimmer von unserem Sohn, der seit 2 Jahren ausgezogen ist, jetzt mal umfunktionieren, das ist schon eh umfunktioniert als Lager. Nur jetzt müssen wir noch Regale dran machen, damit wir so ein paar Sachen aus unserem anderen Lager mal da reinstellen können. Deswegen war ich jetzt gerade mal eben bei Tante Hornbach und habe mal eben so ein paar Regalbretter geholt und ein paar Halterungen. Die anderen sind schon oben. Und dann wollen wir dann mal eben gucken, dass wir unser Büro wieder, nicht unser Büro, unser Lager ein bisschen leeren können und das andere ein bisschen füllen können. Also, here we go. Fenster putzen kann. Ich hatte meine Gebäudereinigung vor, weiß ich gar nicht, 10, 12 Jahren oder so. Daher kann ich das immer noch schnell und sauber. Ich bin jetzt gerade noch auf dem Weg zum Dampferladen, weil ich musste mich meine Bestellung nachholen. Ich wieder nicht auf dem trockenen Dampfer. Aber heute fahre ich mal mit dem Schmacht, weil ich mitten in die Innenstadt muss und keinen Bock habe, mit so einem großen Panzer den zu fahren. Fahre ich glaube ich noch zum Sportladen, weil ich ja morgen wieder schwimmen will und ich brauche noch eine Taucherbrille. Nein, nicht eine Taucherbrille, sondern eine Schwimmbrille, weil ich sonst von dem Chlor... Alter Schwede, wo geht der denn lang? Im toten Winkel hinterm Auto hinterhergehen, ist ja auch großes Kino. Hätte ich fast den Arsch abgefahren, den Typen. Meine Fresse, ne. Wo war ich stehen geblieben? Ich muss mich erstmal anschnallen. Sonst gibt es zwar Mecker von der grün-weißen
Partyfraktion. Und ja, genau, beim Chlor war ich stehen geblieben. Sonst kriegt man vom Chlor immer so chlorige Augen. Sieht immer aus, als wenn man, als hätte man gesoffen oder keine Ahnung, hat so einen komischen Schleier auf den Augen. Da habe ich keinen Bock drauf beim Schwimmen und deswegen hole ich mir jetzt mal so eine Schwimmbrille. Nichts Wildes, nichts Dramatisches, einfach nur, keine Ahnung, irgendeine. Hauptsache sie funktioniert und tut das, was sie machen soll. Und falls es einen interessiert, das ist von Speedo. Speedo, die Futura Plus ist das. Habe ich jetzt bezahlt für. Ne, wo ist es denn? Da ist es. Ein 20. Gibt es bestimmt bei Amazon, bestimmt günstiger. Ne, ich bin unscharf. Hallo. Gibt es bei Amazon mit Sicherheit günstiger, aber gerade bei so Sachen, die man anziehen muss oder anprobieren muss oder die Passform genau sitzen muss, da fahre ich lieber zum Offline-Laden hin und kaufe mir das vor Ort. Weil ich das immer besser finde, als wenn man sich was bestellt und wir zurückschicken und fast nicht. Und naja, außerdem brauche ich sie für morgen. So schnell ist Amazon dann auch noch nicht, aber von daher. Und wie sie ist oder ob sie taucht, Karlauer am Rande, das erzähle ich dann morgen im morgigen Vlog, weil ich ja morgen wieder schwimmen war. Und das andere, ja, heute passiert nichts mehr. Weltbewegendes, Dramatisches. Von daher ist jetzt hier heute Ende im Gelände und den Rest kennt ihr. Wir sehen uns im morgigen Vlog dann wieder und dann mit so einem Mini-Review.